In einer Zeit, in der das britische Königshaus eine verschlankte Neustrukturierung anstrebt, hebt sich eine junge Royal besonders hervor. Lady Louise Windsor. Die Tochter von Prinz Edward und Herzogin Sophie verfolgt ein Studium der englischen Literatur an der renommierten Universität von St. Andrews in Schottland. Demselben Ort, an dem Thronfolger Prinz William seine zukünftige Frau Prinzessin Kate kennenlernte. Lady Louise galt als Lieblingsenkelin des verstorbenen Prinz Philip. Aufgrund ihrer Studienverpflichtungen konnte sie am diesjährigen Ostergottesdienst nicht teilnehmen. Die Universität St. Andrews betont, dass sowohl die Woche vor als auch die Woche nach Ostern noch zur Vorlesungszeit gehöre. Richard Eden, ein bekannter Royal-Kommentator, äußerte sich kürzlich zur potenziellen Rolle Lady Louise innerhalb der königlichen Familie. Angesichts der Diagnose und Behandlung von König Charles III. Wegen Krebs und der erhöhten Verantwortung ihres Vaters sieht Eden in Lady Louise eine ideale Unterstützung für Prinz William bei seinen königlichen Pflichten. Ihre Bildung, ihr Engagement und ihre familiären Bindungen positionieren sie als eine Schlüsselfigur für die Zukunft der Monarchie in einer Zeit des Wandels und der Herausforderungen. Bleibt abzuwarten, wie sehr sie in die königlichen Pflichten integriert werden wird.